Shalom Aleichem. Unser heutiger Gast ist Dr. Jan Schwarz, was ist gekommen von Schweden. In Shalom Aleichem, Jan. Aleichem Shalom. Ich wollte gewollt fragen bei dir, was ist das Ziel von der Visite jetzt, weil in New York kommt nicht glatt so. Ja, ich wohne jetzt in Schweden. Ich habe gewohnt mehr als 20 Jahre in Amerika. Und ich habe gelernt Jiddisch in verschiedenen amerikanischen Universitäten. Und mit 4 Jahren zurück habe ich sich rübergeklebt in Malmö, in Dorum, Schweden, wo ich habe bekommen eine Stelle in einer dortigen Universität, was heißt Lund-Universität. Und das ist sehr eine außergewöhnliche Sache, weil Jiddisch ist geworden eine Meluche-Sprache in Schweden. Ja, das ist zwischen die gezählten Meluches. Ja. Und sie haben, das hat der Mäckler, als man hat gekannt, beschaffen eine akademische Stelle in Jiddisch. Und man hat ausgeschrieben Lund-Universität, was ist in Dorum, Schweden. Und sie haben auch einen Abteil von jiddischen Limudim dort. So, das ist eine natürliche Sache, als man wird haben Jiddisch dort euch. Und ich bin rübergeklebt in Schweden mit knapp 4 Jahren zurück. Und ich lernte jiddische Sprache und Kultur und Literatur dort. Bist du genug Studenten? Wir haben nicht keine Sache Studenten dort, aber die Studenten, die wir haben, sind sehr, sehr verbrennte. Wir lernen Jiddisch auf der ersten Jahr, zweiten Jahr und auch verschiedene Kursen wegen Literatur und Kultur und jiddische Kultur. Und wir haben an Erich, ich weiß, in einem Jahr 15 bis 20 Studenten in die verschiedenen Kursen. In der Stunde hast du nicht wenig Kinder. Das heißt, gewesene Immigranten von Polen, wo sie sich besetzt in dem Städtel, müssen du hast du eine Verbindung mit sie? Ja, sie sind eine Gruppe polisch-jüdische Immigranten, die sind gekommen in die soft 60er Jahre. Und sie sind gewesen sehr, sehr verinteressiert in unser Programm. Aber jetzt ist eine andere Gruppe von jüngeren Menschen, zum Ersten, ich will sagen, eine Hälfte mit der jiddischen etwas in Bobbe oder Seide und der andere Hälfte ganz nicht jiddische. Aber Iden? Nicht Iden, ja. Nein. Ist er, weil man sich im Kern in New York ein bisschen, in der Rahmen von einem Kulturfest, kommt vor, richtig jetzt ist vorgekommen, es hat sich so verändert, eine Konferenz gewidmet Jiddisch und jiddischer Kultur, Wissenschaften und so weiter. Und ich weiß, dass die bist gekommen mit einem besonderen Thema, was hat euch das Scheiches zu unserer Zeitung. Ja. Ich meine die Schaffung von dem Nobel-Laureat Yitzhak Bashevis Singer. In das ist gewesen der Niftrot, ja, ja, in der Konferenz. Ist ein pure Wärter wegen dem. Ja. So, ich habe angeheben mit einem neuen Projekt wegen Bashevis. Und ich bin sehr verinteressiert in seine jiddische Werk, weil eine Sache von seinem jiddischen Werk sind nicht zugänglich in Übersetzung. Bist du in Englisch? Nein. Und sie sind viele nicht zugänglich in Jiddisch euch. Man darf gucken auf die alte Mikrofilm von das Vorwärts. Sind die Stücke in einer Buchform? Ist das Stück. Ja. Und ich bin sehr verinteressiert in Yitzhak Bashevis Singers Zichronis und auch Journalismus. Und speziell befragt seine Arbeit für der Vorwärts. Und das ist, für was New York ist sehr der richtige Ort für mich zu arbeiten mit meinem Forschprojekt. So, ich habe gearbeitet in Jivo und ich will euch arbeiten, ich hoffe, mit Archivmaterial von Vorwärts euch. Das ist möglich. Mhm. Nun, wir wollen rauskicken.
Ich hoffe, dass die wirst kommen erst auf eine längere Zeit. Was hast du gesehen in der Zeit, in dem Rahmen von dem Festival? Kennst du ein paar Werte? Ja, ich gewinne sehr inspirierende Überlebung, weil das ist gewinn Zusammenmisch von auf der einen Seite akademische Referaten, auf der hohen Erträge, bei der Klall, und auf der anderen Seite ist gewinn interessante Vorstellungen mit Pieces und mit Konzerten und so weiter. Und ich bin gegangen auf ein Konzert mit Daniel Kahn. Und mir haben euch Nächten ist gewesen, Salman Lottik hat gespielt und gesungen. Mit seinen Eltern, ja. Ja, ja, präzise. Mit seinem ganzen Spruch. Ja, ich will sagen noch eine Sache. Ja. Weil es ist gewesen noch ein Sieben, von was ich bin nachher gekommen. Und das ist, also, ich habe herausgegeben ein Buch auf Englisch, wegen der jüdischen Kultur, nach dem Chorben. Und das ist meine Beschreibung und Analyse von sieben wichtigen Mechabrim nach dem Chorben. Mhm. Le Moschel, Gladstein, Sutzgewer, Aaron Zeitlin und Le Brochmann, Chava Rosenfarb und erwarte euch Yitzchok Bashevis und Chaim Grade. Und von sehr umgearbeitet, mit gearbeitet. Ja, und das ist für was die Verbindung mit Vorwärts ist so wichtig. So, das ist ein Buch, was ist ein Reus mit der Heute zurück in Wayne State University Press, was heißt Survivors and Exiles, Yiddish Culture after the Holocaust. So, danke. Ich habe gehalten etliche Referaten in Chicago und Referat in Shalom Alechem Kulturzentrum in der Bronx und auch in Boston. Nun, jedes so, Buch ist ein Stück Leben. Ja. Ist darüber. Sollen gehen weiter. Ah, danke. Dann schafferisch Leben. Und wir wollen schön, ich hoffe, der Leben zueinander, an einem Buch. Ah, danke. Ja.